Hallo und herzlich willkommen bei Wesemeyer. Mein Name ist Michael Brennstuhl und bin der zuständige Geschäftsführer bei Wesemeyer. 1925 wurde Wesemeyer gegründet und gehört seit 2003 zur Wiedemann-Gruppe. Wir haben ca. 280 Mitarbeiter in unseren 18 Standorten in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Zusätzlich haben wir auch 5 Bad-Komfort-Ausstellungen, in der ich jetzt auch hier stehe. Und jetzt übergebe ich an unsere Ausstellungsleiterin, Frau Boss, die mehr erzählen kann. Herzlich willkommen in unserer Bad-Komfort-Ausstellung in Sieg. Auf 800 Quadratmetern präsentieren wir Ihnen Trends und alles rund ums Bad. Unser 6-köpfiges Ausstellungsteam freut sich, mit Ihnen Ihr persönliches Traumbad zu realisieren. Hier befinden wir uns im altengerechten und barrierefreien Bad. Für Altenheime, Hotels und Krankenhäuser haben wir eine spezielle Abteilung. Ich habe hier vor 37 Jahren angefangen und freue mich, dass wir hier die Zukunft haben. Warum ich bei Wesemeyer lerne? Die Ausbildung macht mir sehr viel Spaß. Hier ist ein sehr familiäres Miteinander und für uns Azubis gibt es eine berufliche Perspektive. Während unserer Ausbildung durchlaufen wir alle Abteilungen, von der Buchhaltung bis hin zur Logistik. Und damit wir auch fachlich immer auf dem neuesten Stand sind, haben wir Azubis einmal in der Woche Warenkundenunterricht. Und dort lernen wir die Produkte aus unserem Sortiment so richtig kennen. Neben den Kerngeschäften seiner internen Heizung haben wir auch 6 Fachabteilungen. Röhren, Werkzeug, MHT, Kalkulation, Lüftung und das Projektteam. Selbst Planung können Sie über unsere Schwesterfirma WTB erhalten. Hier stehe ich nun in einem Vertriebsbüro, wo die Anfragen und die Aufträge unserer Kunden reinkommen. Hier haben wir gerade einen Sanitärauftrag. Wie der zum Kunden kommt, zeige ich Ihnen in unser Zentrallager. Ich stehe hier vor einer unserer 23 Tore, wo unter anderem der oben genannte Auftrag verladen wird. Mit unseren über 40 Touren sind wir täglich mit über 40 LKWs für Sie unterwegs. Und das ab 4 Uhr morgens.